Seit dem Achtelfinale im Juli in Wimbledon kennt die Tenniswelt Cori Coco Gauff. Als Wunderkind mischt sie dort die Weltspitze auf. Und auch in Linz traut man ihr alles zu. Doch sie verlor in der Qualifikation und packte die Koffer. Kurz vor der Abreise sagte dann eine Spielerin ab und Coco rückte als Lucky Loser nach. Ich habe eindeutig viel Glück, aber vielleicht stimmt das, was mein Dad mir sagte. Wenn du einmal beim Turnier verloren hast, kannst du kein zweites Mal verlieren. Ihr Vater, der sie auch coacht, hatte also recht. Es folgte Sieg auf Sieg. Ich bin überwältigt, ganz ehrlich. Ich habe Gänsehaut, kalte Hände gehabt die ganze Zeit, weil man dachte, das passiert jetzt wirklich. Ein sensationelles Finale hier in Linz. Die ganze Sportwelt, die Augen nach Oberösterreich gerichtet. Die Sensation ist wirklich perfekt. Die 15-jährige Coco Gauff gewinnt ihr erstes WTA-Turnier. Ganz Amerika steht, ich weiß nicht, die haben uns schon angerufen, CNN-Interview. Also die ganze Welt steht Kopf. Es fühlt sich unglaublich an. Ich bin überglücklich, dieses Jahr so einen Erfolg abzuschließen. Gauff ist die jüngste Toursiegerin seit Nicole Vaidisova vor 15 Jahren in Taschkent. Der Sieg bringt der Amerikanerin nicht nur $43.000 aufs Konto. Sie rutscht auch im Ranking vom 106. auf den 71. Rang und damit erstmals unter die Top 100. Ich bin begeistert von Coco Gauff, wie erwachsen sie schon ist am Platz. Aber nicht nur im Tennis, sondern auch außerhalb des Platzes, wenn sie spricht, wenn sie Interviews gibt. Also das ist wirklich ein zukünftiger Star. Nicht nur das Einzelfinale sorgte für Schlagzeilen, auch das Doppel. Nach über 30 Jahren schafft es erstmals wieder eine Österreicherin ins Finale. Die 23-jährige Babsi Haas aus Steyr spielte mit der Schweizerin Xenia Knoll um ihren ersten Doppelsieg bei einem WTA-Turnier und scheitert knapp. Ich bin unheimlich happy, dass ich heute für Sonntag noch dabei bin und dass ich im Doppel das Finale erreicht habe. Das Upper Austria Ladies Linz ist das einzige WTA-Turnier in Österreich. So große Turniere, die kosten. Um die weiterhin auch durchführen zu können, braucht es Sponsoren. Oberösterreich ist ein sehr, sehr starker Wirtschaftsstandort. Und das ist es wichtig, diesen Standort immer mehr bekannt zu machen. Und solche Spitzensportereignisse, wie das heute beim Tennis der Fall ist, tragen auch dazu bei, um die Bekanntheit unseres Lebens- und Wirtschaftsraumes deutlich zu erhöhen. Und das in über 100 Ländern. Sie alle waren live dabei, wie Coco Gauff Geschichte schrieb und mit 15 Jahren ihren ersten WTA-Sieg holt.